So, wir sind gerade 3 Stunden nach Port Stevens gefahren. Zwei. Ja, es waren schon drei. Drei. Nach Port Stevens zum Sandboden. Genau. Mal gucken, was, was der Tag ist. So. Hier habt ihr das Meer. Dann drehen wir uns weiter. Und dann guckt euch diese Sandmassen einfach an. Guckt euch diese Sandmassen an. Los, ey. Das ist ja ganz schwer, Platz zu finden. Ein kleiner Partybus. Wir gehen Sandboarden in Port Stevens mit. Daniel ist da. Und eine zweite Christina ist da. Unsere Flatmates in Glieb sind bei uns eingezogen vor einer kurzen Weile. Und mal schauen, wer sich am meisten auf die Fresse legt heute. Bin ich gespannt. Riesen Sandberge. Das ist richtig geil, am Pfeiler aber. Wir sind jedenfalls in Nelson Bay, laufen gerade einen schönen Berg hoch, aber den Namen wird Christina unten wieder hier unten einblenden. Aber wie so oft lohnt es sich, einen Berg hoch zu gehen, aber wir gucken, was die Spitze des Berges für uns. Mount Tumari, das ist der Berg, danke Daniel. Sehr gut, er ist noch aktiv. Was ist euer Feedback zum Sandboarden, Daniel und Christina? Ich sehe mich ja, was ist das denn? Grüß deine Mama. Ist das alles die Technik heutzutage? Ist ja der Wahnsinn. Schau mal, ob deine Haare lieber sitzen. Was ist euer Feedback zum Sandboarden? Sandboarden ist richtig geil. Macht Bock? Anstrengend. Ja. Anstrengend. Auf jeden Fall lohnenswert. Kann man echt mal machen. Kann man mal machen. Was war besser, Sandboarden oder das hier? Der Blick. Also die Aussicht ist halt was ganz anderes, ne? Das kann man gar nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen? Das kann man gar nicht vergleichen. Beides. Also kommt nach Port Stevens. Port Stevens.
Lohnt sich. Lohnt sich, die 3-Stunden-Fahrt? Ja. Sie. Ja, dreh mal um, damit die sehen, was dann bringt man mit. Wir unser Bierchen trinken. Ah, ja. Wir genießen die letzten Sonnenstrahlen. Und sagen, glaube ich, tschüss, oder? Und sagen tschüss. Abo nicht vergessen. Genau, gebt uns gerne einen Daumen nach oben mal wieder. Und vergesst den Like nicht. Liken, abonnieren. Teilen. Falls ihr schon mal Sandboarden wart, wo wart ihr Sandboarden? Wie war euer Eindruck? Und Christina hat die letzten Worte. Ich? Prost und bis bald. Bis bald. Adios.